News und Talks für Gebildete. Greta kommt zu den Wahlen nach Hamburg. Ja, hoffentlich kommt es hier also nochmal als Anregung. Bitte, liebe Fridays for Future. Wenn ihr nicht am Ende völlig erfolglos dastehen wollt, ladet jetzt äh, jemanden von den Professorinnen und Professoren der zweiten Scientists for Future 2 zu einem Treffen ein mit Greta und Luisa in Hamburg. Sonst wird das alles nichts. Ja, also, äh, äh, denn um das nochmal ganz deutlich zu sagen. <laughs> Ja, um das nochmal ganz deutlich zu sagen, Leute. Zum Beispiel eure Ansprache im Moment an die Unternehmer und an die Unternehmen. Mal den Kernsatz der Forschung zu dem Thema Unternehmen, ja? Entweder das Unternehmen, ein Unternehmen schadet uns oder es stirbt aus. Und wie wollt ihr mit einer Ansprache an, der, an die Unternehmen wollt ihr sie zum Aussterben bringen? Joe Kaiser von Siemens hat gar ganz klar gesagt: Was ist? Ihr müsst, ihr dürft nicht nur fordern, ihr müsst ein neues, ein neue Lösungen bringen. Und die haben eben nur die zweiten Scientists for Future 2. Ihr könnt das nicht lösen. Ihr, euch fehlt weder äh, 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 euch fehlt die bildungsmäßige Voraussetzung dafür, die Welt umzudrücken und zu verändern. Auch und, und es fehlt euch die intelligenz, die welt äh, sozusagen umzudrücken und total zu verändern. das können nur die zweiten scientists for future 2. ja, und äh, es ist doch äh, kein problem, mal sich helfen zu lassen von fähigen leuten. Ja? hier, also nochmal siemens. wenn siemens euren wunsch erfüllt hätte, menschenfreundlich wirtschaft zu betreiben, das heißt, auf den auftrag zu verzichten, dann würde es Richtung Aussterben sich bewegen, Siemens, weil... Eine andere Firma auf der Welt diesen Auftrag übernehmen würde, Siemens wäre kein verlässlicher Partner mehr für die Wirtschaft der Welt in Zukunft. Viele Aufträge würden an Siemens vorbeigehen in Zukunft und die anderen Firmen würden das Geschäft machen und würden sich kaputt lachen und dort würden neue Arbeitsplätze entstehen und bei Siemens würden die Arbeitsplätze verloren gehen. Ihr könnt doch nicht vom Joe Caser verlangen, dass er sein eigenes Unternehmen in den Ruin traut. Wir müssen doch die soziale Marktwirtschaft Beenden und den Kapitalismus beenden und sozusagen jedem Wirtschaften noch völlig neue Rahmenbedingungen geben, im Rahmen dessen, dann kann, dann kann Joe Kayser Gutes tun und kann dabei noch wirtschaftlichen Erfolg haben. Ja, also äh, im Moment ist sozusagen Gutes tun gekoppelt mit Aussterben. Und äh, nach der Beendigung des Kapitalismus, also im Ausstiegsprozess aus dem Kapitalismus, ist man. Äh, 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 Gutes Tun mit Erfolg gekoppelt, also mit Ausbreitungschance und wirtschaftlichem Erfolg. Ja, also äh, um das noch mal zu sagen, also ganz kurz hier: Wo ist es? Ähm, hier, wir müssen noch mal das Bild zurückholen. Ähm, dann hier. Also. Äh, zum Beispiel eines der vielen Möglichkeiten der, Sozi der zweiten Scientists for Future 2 die soziale Marktwirtschaft den Kapitalismus zu beenden äh, und den Kohlestopp 2026 zu finanzieren und so weiter ist eben die Einführung wäre die Einführung zum Beispiel der Wohlfühlnotenwahlstimme gekoppelt mit den Gesundheitsdaten der Menschen, sodass wenn, äh, wenn äh, sozusagen ich mich gesünder und glücklicher entwickle und entsprechende Noten abgebe, äh, dann wird an mir, gibt es Verdienstzuschläge für mich von meiner Krankenversicherung ausgehend. Wenn nicht, gibt es diese Verdienstzuschläge nicht und dann kommt es automatisch dazu, dass die Firmen, die mir schaden, aus, die werden dann in den neuen Bedingungen aussterben, weil sie einfach diesen Verdien Verdienstzuschlag nicht haben, sozusagen. Den haben sie dann auch nicht verdient, sozusagen. Und die anderen werden den äh, Verdienstzuschlag bekommen, die mir also meine Gesundheit und mein Wohlbefinden messbar gefördert haben. Und dann breiten sich die guten Unternehmen aus und die schlechten sterben aus. Jetzt im Kapitalismus ist es umgedreht. Äh, die guten sterben aus und die schlechten äh, äh, verbreiten sich. Und diese Aufforderung an die Unternehmen, sie mögen sich doch selbst ruinieren. Das ist völliger Quatsch. Bitte hört auf damit und trefft euch in Hamburg. Macht ein Treffen mit Greta und Luisa und den Professorinnen der zweiten Scientists for Future 2. Sonst wird das alles ein Flop. Alles klar. Tschüssi.